So, liebe Traderinnen und Trader, heute Freitag mit dem Spezial, Tickmill-Spezial. Wir haben hier immer mal ein paar Trader zu Gast. Das ist der Plan auch für die Zukunft. Heute hier live auch dabei, der Dirk Hilger im Stereo Trader. Bevor ich hier den Bildschirm auch an den Dirk übergebe, noch der Risikohinweis, den bitte ich an dieser Stelle zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit, Dirk, herzlich willkommen hier bei uns auf Tickmill. Du hast den Stereo-Trader ja gemacht, um dein Trading in Perfektion zu bringen. Von der Seite her freue ich mich, dass du uns heute ein bisschen deinen Handelsstil nahe bringen möchtest und uns hier zeigst, wie das Ganze bei Tickmill umsetzbar ist. Danke für deine Zeit und damit gebe ich erst einmal zumindest schon das Wort an dich und den Monitor stelle ich dann auch gleich um. Gib mir einen kurzen Augenblick. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen und von meiner Seite hier danke, Mike, und natürlich halt auch an Tickmill hier für die Einladung, heute dabei sein zu dürfen. So, Dirk, ich hoffe, du kannst uns hören. Ich hoffe, du kannst mich oder mich kann man hören. Funktioniert das? Gehe ich mal stark von aus. Zumindest wird mir hier nichts anderes angezeigt. So, scheinbar noch nicht. Ich kann den Dirk zumindest nicht hören. Also eigentlich wird bei mir hier gerade alles übertragen. Super, jetzt sehen wir auf alle Fälle erst einmal dein Bild, Dirk. Danke dafür. Kann man mich denn hören? Ja, ne? Ist zu hören, okay. Mike, du bist der Einzige, der mich nicht hören kann. Sehr schön, man kann den Dirk hören. Das ist klasse. Leider höre ich den Dirk nicht. Okay, ich mache dann einfach mal weiter. Also nochmal hallo und herzlich willkommen hier von meiner Seite. Alles klar, dann haut das ja hin. Dirk, von der Seite, auch wenn aus irgendwelchen technischen Gründen ich dich hier nicht hören kann, würde ich sagen, ich gebe einfach mal hier das Bild und das Mikro an dich und lasse dir den Raum, einfach mal ein bisschen deinen Handelsstil zu erklären und hier uns allen zu zeigen, wie du mit dem Stereo Trader das Ganze hier machst. Fragen kriegen wir zwischendurch immer mal mit rein. Ansonsten passt das Ganze und dann stelle ich die Fragen auch mit weiter. Du hast den Ball. Danke dafür. Okay, also jetzt dritter Anlauf dann an der Stelle. Also erstmal guten Morgen und wie es aussieht, kann man mich ja hören. Mike hat da so ein bisschen ein Problemchen. Der Einzige, der mich nicht hören kann. Aber das macht ja nichts. Also von der Uhrzeit her erstmal ganz gut jetzt auch. Ich will halt mal ein bisschen zeigen, vor allem denjenigen, die mich halt hier nicht kennen, und das dürfte ja auch der eine oder andere sein hier in dieser Runde, weil ich auch zum ersten Mal jetzt hier bei Mike mit dabei bin. Und wie er schon gesagt hat, also ich bin halt der Entwickler und Erfinder sozusagen vom Stereo Trader und bin aber eben auch selbst Händler schon seit... Die Stummschaltung ist aktiviert. Und will euch mal so ein bisschen zeigen, wie ich halt an die Märkte rangehe. Und das Interessante ist eigentlich, dass der Mike und ich da einen sehr, sehr ähnlichen Handelsansatz haben. Und deswegen passt es, glaube ich, auch recht gut. Ich nehme hier gerade mal einfach zum Anlass, weil es jetzt 9 Uhr ist, dass ich hier mal auf den DAX auch eingehe. Und ich habe hier nur Gold gerade, wie man sieht, im Hintergrund auf. Weil hat hier gerade, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, der Andreas hat geschrieben, so Bumm Gold. Ich sage, da muss ich ja doch mal reingucken, was da los ist. Und wie man hier sieht im Tageschart, also ich werde jetzt nicht näher auf Gold eingehen, aber nur sieht man halt schon, es geht hier im Hintergrund ziemlich durch die Decke gerade. Und das dürfte auch sowas sein, was jetzt halt hier gerade den DAX wiederum so ein bisschen nach unten drückt. Was aber eigentlich erstmal gut ist, denn das passt eigentlich ganz gut zu dem, was ich halt hier vorhabe. Und ich lasse jetzt Gold erstmal außer Acht, nur das ist für mich jetzt eigentlich so ein Indikator, ja, wo ich halt sehe, weil ich weiß, das funktioniert meistens nicht, dass wenn Gold nach oben geht, dass dann halt eben auch die Indizes gleichzeitig mitsteigen, zumindest jetzt nicht im Impuls. Deswegen habe ich das hier mal auf, werde das auch im Hintergrund so ein bisschen beäugen und dann muss man halt mal sehen, wie das da an der Stelle weitergeht. So, meine Vorbereitung, ich hoffe jetzt nur, ich bin hier zeitlich nicht zu knapp. Müsste aber eigentlich passen. Ich lege aber schon mal vorsichtshalber hier gleich eine Order hin an eine Stelle, die ich mir halt gestern schon ausgeguckt habe, weil ich mache natürlich auch meine Vorbereitung jetzt nicht unbedingt erst um 9 Uhr oder 5 Minuten vorher,
sondern ich habe ja halt auch, der eine oder andere weiß das, ja auch einen eigenen Blog und eine Gruppe. Und entsprechend bin ich da halt immer auch schon abends vorher dann mit dem Chartern halt zugange und gucke halt, was sich halt am nächsten Tag ergeben könnte und sortiere mir den Markt da halt ein. Und es gelingt auch meistens recht gut. Und ich behaupte mal, der Ansatz ist auch relativ einfach und jetzt nicht mit irgendwie zu vielen Indikatoren oder letztlich eigentlich gar keinen Indikatoren halt bestückt, sondern ich suche halt Support and Resistance und der Hauptansatz ist tatsächlich halt die Markttechnik. Aber jetzt, um hier auch mal kurz was zu zeigen, wie man hier sieht, hier kommt jetzt ist automatisch eine Linie zum Beispiel entstanden, ja, wo dann halt irgendwie steht Stock Market Open. Das heißt, das sind so Geschichten, die macht der Stereotrader halt selbst. Ich kann das hier mal ein bisschen skalieren. Die macht der Stereotrader halt selbst. Das heißt, man muss sich keine Linien einzeichnen, wo jetzt irgendwie eine Eröffnung war oder halt jetzt irgendwie Kassaschluss und so weiter, sondern das hat man halt hier per Knopfdruck automatisch im Überblick. Und das ist natürlich schon mal einer von den Vorteilen. So, ich werde jetzt hier gerade gefilmt. Ja, jetzt bitte nicht unbedingt direkt nachmachen, auch wenn vorhin der Mike am Anfang gesagt hat, man kann das nachmachen. Damit ist aber sicherlich eher die Funktionsweise gemeint und jetzt nicht unbedingt das, was ich handle, weil alles, was ich hier zeige, sind natürlich nur meine eigenen Ansätze und jetzt nicht unbedingt beziehungsweise auf keinen Fall Handelsempfehlungen. Was ich halt hier auch gerne mache bei so einer Geschichte, ist halt die Position zu skalieren. Ja, das heißt, wenn ich jetzt hier mit zwei Kontrakten gerade drin bin und die Position hier gerade so ein bisschen runterläuft, das macht nichts, weil die Gesamtgröße wäre hier an der Stelle etwa 7 Kontrakte. Das heißt, ich kann das halt hier skalieren. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir da einfach durchfallen. Werde das auch gleich noch so ein bisschen erklären. Ich muss das jetzt hier nur gerade vom Zeitlichen ein bisschen vorziehen. Und deswegen bin ich hier jetzt gerade ein bisschen schneller im Markt drin, als es normalerweise halt der Fall gewesen wäre. Das heißt, ich skaliere mir hier zum Beispiel jetzt Positionen an der Stelle. Das heißt, wenn jetzt hier direkt der erste Punkt reagiert, weil ich habe hier eine grüne Linie, aber wie gesagt, ich werde das gleich alles noch erklären und habe aber halt hier halt auch noch eine Alternative auf 113. Das ist auf jeden Fall jetzt bei mir der Bereich, wo der Markt reagieren sollte und erstmal auch wieder nach oben drehen sollte. Und weil für meine Begriffe, soweit ich das jetzt auch überblicke, es gibt jetzt nicht irgendwie irgendwelche katastrophalen Nachrichten über Nacht und die jetzt irgendwie dazu führen sollten, dass jetzt alles unten durchfällt. So, ich bin jetzt zwar auch kein Freund davon, Nachrichten zu interpretieren, sondern sehe das halt eigentlich immer eher so, Nachrichten beschleunigen halt den Kursverlauf, aber mir eben auch nicht, ja. Und nur in Ausnahmefällen ist es so, dass Nachrichten irgendwie dafür sorgen, dass halt irgendwas dreht. So, und das meinte ich damit. Mir ist jetzt nichts bekannt, was da halt irgendwie verheerend wäre für die Märkte, warum da jetzt halt irgendwie alles nochmal sofort umkippen sollte. Und da liegt natürlich auch die Betonung drauf auf sofort. Das heißt, ich gehe immer zuerst mal davon aus, dass wir normales Marktverhalten haben. Und da geht es halt mal ein bisschen rauf und ein bisschen runter. Und jetzt nicht unbedingt, dass wir da halt monströse Ausbrüche in die eine oder andere Richtung bekommen, was ja eher selten der Fall ist. Das heißt, die meiste Zeit sind wir sowieso seitwärts und darauf bin ich immer eingestellt. So, damit also, ich mache jetzt hier, wie gesagt, Folgendes. Ich habe jetzt hier die erste Order drin, die war jetzt hier an einem Punkt. Die zweite wäre hier jetzt bei der 113. Die kriegt aber nicht mehr allzu viel Luft. Und der Stereotrader wird jetzt halt Folgendes machen, wenn jetzt zum Beispiel jetzt hier die zweite noch gefüllt wird, wobei das eigentlich schon ein Bereich ist, wo er für meine Begriffe besser wegbleiben sollte, sondern eher knapp drüber drehen. Wenn die jetzt aber gefüllt wird, und dann ist es zum Beispiel so, dass ich halt hier die Position kumuliere. Das heißt, mir wird dann halt gleich, also wenn wir halt sehen, wenn das passiert, dann habe ich halt nicht zwei Long-Positionen, sondern ich habe einen zusammenhängenden Trade und einen zusammenhängenden Break-Even. Und das macht mir natürlich das Leben ein bisschen leichter. Ich mache das jetzt hier aber mal rein aus Demonstrationszwecken, falls jetzt nicht noch den Spike darunter macht. Muss mal gucken. Würde ich den nämlich einfach mal hier manuell mit reingeben. Sieht jetzt erstmal böse aus, wie der runterkommt, macht aber erstmal nichts. So, ich gebe den mal hier dazu, noch einen Kontrakt und dann sieht man, ich habe jetzt hier zwei Teilpositionen drin, die werden auch hier im Chart markiert an diesen beiden Punkten, aber ich habe nur einen Break-Even
den ich halt handle. So, jetzt setze ich den mal ein bisschen tiefer. Ja, und so kann ich mir meine Position halt hier auch relativ gemütlich dann halt eben zusammenbauen. Also man muss sich da natürlich ein bisschen zurückhalten, sollte da nicht irgendwie endlos verbilligen. Das ist ganz sicher nicht der Ansatz hiervon, sondern es ist halt einfach nur ein Averaging an der Stelle, weil ich ja halt hier nicht weiß, drehen wir da oder drehen wir da. Oder natürlich auch, wenn die Sache wirklich kippen sollte, wenn wir die alten Lows ansteuern, da muss ich natürlich auch hier irgendwo meine Reißleine ziehen und mich dann halt neu sortieren. Aber wie gesagt, gibt jetzt für mich keinen Grund, sondern für mich macht viel mehr Sinn, dass wir hier Support haben. So, ich lasse den jetzt hier mal in Ruhe an der Stelle. Nur mal gucken, dass hier Trail und so weiter alles ausgeschaltet ist. Und zeigt es mal halt hier kurz im Stundenchart, warum, weshalb, wieso. Weil wir sehen ja, die Reaktion ist ja schon mal da. Und das ist halt auch generell so meine Einstellung auch zum Handel, zum Intraday-Handel. Ich kann nicht wissen, was passiert, weil ich habe keine Glaskugel. Das Einzige, was ich halt im Trading wirklich machen kann, ist immer rausfinden, wo treffen die Interessen aufeinander. Und das kann ich handeln, nicht mehr und nicht weniger. Ja, so, ob der jetzt da durchgeht, das weiß ich nicht. Das weiß auch keiner. Ja, das muss man immer ganz klar sagen. Es gibt ja auch immer welche, die verzichten da auf ein Konjunktiv. Ich bin da ein ganz großer Freund davon. Und ich sage nie irgendwie so, der macht jetzt das oder macht jetzt jenes, sondern es muss immer eine gewisse Demut auch vom Markt da sein, dass man sagt, meines Erachtens sollte das jetzt so und so passieren. Und das ist für mich, also ich finde es halt auch wichtig, mit so einer Einstellung an den Markt zu gehen und nicht irgendwie zu sicher zu sein, weil dann kriegt man relativ schnell entsprechend halt auch einen Tritt in den Allerwertesten. So, warum, weshalb, wieso hier? Das ist sehr, sehr klug, dass er das macht. Das hatte ich auf meinem Blog geschrieben. Er sollte besser, wenn er sich schlau anstellt, zuerst runtergehen und dann den Angriff nach oben starten. Ich habe hier 12.149, die hatte ich gestern Morgen drin, da ist und auch als Ziel auf der Oberseite genannt, zum ersten Anlauf. Das hat er auch gemacht und ist da auch brav gescheitert. Also gestern tatsächlich alles wie geplant. Der Grund war jetzt halt einfach der, wir sehen, wir haben ja hier einen Anstieg erstmal, ja, der ist aber natürlich übergeordnet, ist der Short. Und wir sind, das zeige ich gleich noch im Daily-Chart, wir sind übergeordnet Short. Da gibt es erstmal nichts dran zu rütteln. So, aber nichtsdestotrotz haben wir auch einen kurzfristigeren Markt. Und da nehme ich mir halt immer den Stundenchart, um den halt ein bisschen besser auseinanderzubauen. Und hier sieht man zum Beispiel auf der Oberseite, hier, ja, auch im Stundenchart, das war am 11. Juni, da hat er versucht, oben drüber auszubrechen. Hier diese gestrichelte Linie, die kommt wiederum aus der übergeordneten Betrachtung. Das heißt, da oben würden wir im Tageschart tatsächlich ein Reversal einleiten. Und bis da oben hin sind wir im Tageschart, Wochenchart short, markttechnisch. So, entsprechend, was hat der DAX gemacht? Läuft da oben hin, ist kurz vorher gescheitert, hat sich aber halt hier die letzten Supports gebildet auf der 194 und diese nach unten gebrochen. So, und der generelle Ansatz bei mir ist immer der, halt nach entsprechenden Umkehrformationen beziehungsweise nach Paritätsumkehrformationen zu suchen. Das heißt, Paritätsumkehr im ganz kleinen Rahmen bedeutet hier, wir haben halt hier, wir sind hier oben drüber ausgebrochen, haben hier einen Support gebildet. Und was dann passiert ist, ist, dieser Support, der mir ein paar Stunden gehalten hat, ist gebrochen worden. Das heißt, das, was halt hier vorher als Unterstützung gedient hat, ist jetzt Widerstand. So, und genau das ist passiert. Er ist da oben hingelaufen und dort entsprechend erstmal reagiert, weil das ist ein Widerstand. Das gleiche Prinzip hatten wir hier natürlich aber auch vorgestern. Sieht man ja auch deutlich im Stundenchart immer wieder da oben dran gelaufen und dann immer wieder abgewiesen worden. Was ist dann gestern passiert? Der Markt ist durchgelaufen, ist da oben stehen geblieben. Ja, und was aber halt eben gefehlt hat, ist hier die Bestätigung von der Umkehr. Und das ist genau das, was jetzt hier passiert. Und da ist jetzt halt die Oberseite, ist die 12.126 und die 12.113, die kommt woanders her, ist aber generell ein Punkt, an dem in der Vergangenheit immer viel Volumen gedreht wurde, und zwar schon seit Jahren. Ja, das ist wirklich eine Marke, die existiert seit Jahren. Deswegen hat die ja auch eine andere Farbe. Da weiß ich halt einfach, hier ist was los, da wird gehandelt. Und das ist auch so auch ein Teil von dem Grundsatz her, wo ich halt sage, such
dort deine Handelspunkte, wo gehandelt wurde. Nicht irgendwo im Nirvana, nur weil da ein Pivotpunkt ist oder eine FIBO oder sonst irgendwas. Das interessiert den Markt nicht. Der Händler oder beziehungsweise die Händler, die halt auch ein entsprechendes Volumen drehen, die brauchen ja auch wiederum Abnehmer, die ein gewisses Volumen drehen. Und das heißt, die rechnen auch nicht damit, dass irgendwo mittendrin im Nirgendwo dann plötzlich halt irgendwie eine Großbank dann halt irgendwie etliche Positionen halt dreht, sondern die suchen halt auch ganz genau so nach den Punkten, wo sind die anderen. Ja? Und das, wer das mal ein bisschen beobachtet, der wird auch sehen, dass es halt auch der viel, viel bessere oder der klügere Ansatz halt auch ist, macht ja auch Sinn, ja, wenn ich ja irgendwo in einen Laden gehe oder was weiß ich, wenn ich Brötchen kaufen will, gehe ich ja auch nicht zum Metzger, der vielleicht gerade noch eins übrig hat, sondern ich gehe in eine Bäckerei. Ja, so profan der Ansatz auch klingt, aber so einfach und so logisch ist es ja halt auch irgendwo. Und hier sieht man zum Beispiel ja auch ganz klar, auch jetzt heute, hier ist halt einfach gehandelt worden. So, also läuft der Markt auch dahin. Dazwischen war ja nichts, ja, also in diesem Bereich. Zum Beispiel jetzt auf gestern bezogen, aber auch vorgestern, da war nichts. Und deswegen läuft er da auch einfach durch. Und hier unten stößt er natürlich entsprechend auf Interesse. Und das ist das, was ich meine. Einfach rausfinden, wo treffen die Interessen aufeinander und das handeln. Und das dann mit seinem Ansatz auch abstimmen. Und dann hat man halt auch eine viel, viel höhere Chance, dass halt ein Trade dann halt zum Beispiel entsprechend halt auch im Gewinn endet oder dass man halt auch den Stop zumindest mal gut begrenzen kann. So, und bis das mal anguckt jetzt hier, ne, da ist ja halt ein bisschen was passiert an der Stelle. Der Trade ist auch schon längst im Plus. Und ob der jetzt aber da oben durchläuft oder nicht, weiß ich nicht. Mein Wunschszenario wäre aber dann natürlich, dass wir hier nochmal einen Angriff auf der Oberseite starten, also nochmal in Richtung 12.149 und dann entsprechend, dass der Markt versucht, auch hier oben dieses High entsprechend zu knacken und da oben rauszulaufen. Weil, und das darf man halt auch, glaube ich, anwenden, guten Gewissens, der Gedanke, Aktien sind zum Steigen da, nicht zum Fallen. Das heißt, bei Indizes im Zweifelsfalle long. Ja, so doof es klingt, aber es ist so, weil die Dinger werden ja gekauft. Und Short sind ja nur letzten Endes dann halt die oder hauptsächlich die Daytrader daran interessiert, dass es mal irgendwo nach unten halt bricht, ja, um dann halt irgendwie einen dicken Short halt einzufangen. Aber es ist eben nicht die natürliche Richtung von Aktien. Und was halt hier zugrunde liegt, das ist ja nun mal halt der Aktienmarkt, beziehungsweise gerade im DAX sind es ja halt einfach die 30 größten Unternehmen in Deutschland und die wollen ja steigen und gekauft werden, ja, weil halt ein fallender Markt ist nichts Gutes. Mal ganz doof ausgedrückt. Und deswegen im Zweifelsfall long und dann eben auch Support suchen, solange wir hier nicht irgendwie einen massiven Abverkauf haben. Das heißt, klar, das Bild wird sich auch irgendwann umdrehen und wir werden auch wieder eine ordentliche Korrektur kriegen, sicherlich auch irgendwo in dem Bereich 8.000 irgendwas. Aber wenn man mal ehrlich ist, wie lange wartet der Markt oder wie lange warten da viele schon drauf auf die große Korrektur und spekulieren immer wieder short und es kommt aber eben nicht weit. Und was nicht heißen soll, dass man dann nicht shorten darf. Natürlich darf man das, ja. Man muss aber auch wissen, wo man dann entsprechend auflöst. Und deswegen sollte man, finde ich, das immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. So, hat jetzt mit dem Daytrading nur bedingt zu tun, auch wenn es hier so ist, dass ich generell deswegen ja erstmal nach Long suche und ja auch hier, wie man sieht, der Bereich zumindest halt richtig ist. Das heißt, hier wird gekauft, jetzt erstmal, aber wie gesagt, trotzdem, man muss es im Auge behalten, ja, weil ich weiß nicht, ob er von hier wirklich nochmal da oben durchläuft. Da kommt auch gerade... Die Stummschaltung ist aufgehoben. ...nicht, ganz einfach, die 113 ist nicht wirklich ein Support, sondern es ist halt ein Volumenpunkt. Also wo man, wenn man das mal halt aufdröselt, zum Beispiel halt auf den Minutenchart, da wird man sehen, das ist eine Marke, die funktioniert nicht unbedingt genau. Das ist aber eine Marke, wo halt was passiert. Und das heißt, da lauerten einfach in der Vergangenheit immer schon die Händler, um dort halt größere Positionen zu drehen. So, aber das sagt halt nichts über die Richtung aus. Und was ich halt einfach vermeiden will oder beziehungsweise was ich nicht unbedingt hier in einem Long Trade rausfinden will, ist, dass jetzt dann halt zum Beispiel die Händler hier unten, dass da halt einfach einige mit einem
Trigger sozusagen drauf warten, um den Markt nach unten zu schleudern. Wäre natürlich für Long Run schlecht, kann aber einfach passieren bei solchen Volumenmarken. Deswegen sage ich, bleib da lieber weg an der Stelle, auch wenn es schon noch okay wäre, rein vom Bild her, dass wir zum Beispiel, kann ich ja halt auch mal hier kurz einzeichnen, dass wir zum Beispiel hier diesen Bereich, ja, wo bevor es an den Ausbruch ging, ja, dass wir dort halt zum Beispiel auch noch irgendwo hinlaufen, wäre vom Bild her schon noch legitim. Ich zeichne es hier. Na, hoppla. Auch da will meine Alt-Taste hier nicht. Das ist natürlich ein bisschen schade. Machen wir es mal so, weil nämlich hier eine nette Funktion ist eben auch im Stereotrader, dass er halt hier die Levels direkt mit beschriftet. Ja, und halt auch in dem Raster jetzt hier von dem echten DAX, also von dem FDAX, sieht man, da gibt es nicht irgendwie Zwischenwerte, sondern nur 0,5, was ja auch die Tick-Size entsprechend vom DAX ist. Macht natürlich auch das Leben so ein bisschen einfacher. Der Mike hat die neueste Version noch nicht, wie ich gesehen habe. Da werden noch nicht die Levels angezeigt, ist aber ohnehin erst offiziell ab der Version 2.5, die jetzt auch im Sommer kommen wird, beziehungsweise zum 1. Juli wird es die halt geben. Macht natürlich das Charting halt wesentlich einfacher. Aber das sind halt nur solche Kleinigkeiten. So, jetzt aber mal zurück hier. Also das ist so meine Vorbereitung, ja, generell, die ich mir dann natürlich abends dann auch schon angucke und sage, okay, das hier macht Sinn, Spike da unten rein und dann hoch. Aber wenn ich jetzt hier mit einem zweiten Blick angucke, auch wenn ich sage, die 113 lässt da besser mal sein, er kann schon noch ein Stück weit tiefer, aber viel mehr soll es dann halt echt nicht mehr sein, weil wenn wir hier unten die Lows anlaufen und wer da zum Beispiel den ehemals bei 100 hier im Blick hat, ich habe den eigentlich nur eingezeichnet, aber handle den nicht, und wer sagt, okay, wir laufen dahin und dann wieder hoch, eher nicht gut, weil da besteht nämlich eher die Gefahr, dass wir halt hier drehen und kippen, das heißt, deswegen halt auch den Punkt besser auslassen, weil wenn hier Verkaufsvolumen reinkommt und wenn wir hier unten die Lows anlaufen, dann besteht ganz klar die Gefahr, dass wir hier, das ist das letzte Korrekturtief, dass wir da ein neues Tief machen und dann entsprechend auch nach unten wegkippen. Und deswegen würde ich das lieber vermeiden, dass wir da halt auch tatsächlich nur einen Tick irgendwo drunter kommen. So. Also, jetzt nochmal zurück hier auf den Trade, was man halt jetzt hier auch oder generell mit dem Stereotrader halt sehr schnell und sehr einfach machen kann, ist dann zum Beispiel halt einfach das Trade Management. Das heißt, ich habe halt hier jetzt einen Stop-Loss, der ist jetzt für beide Positionen, gilt der. Das heißt, sobald ich den verschiebe, werden beide Teilpositionen hier entsprechend mit dem Stop-Loss versehen. Ich muss also nicht hier beide Positionen getrennt verwalten, sondern mache das halt hier einfach nur über meinen Break-Even. Was wir hier jetzt auch sehen, schon im Hintergrund, ganz leicht, das kann ich mal hier hoppla, ein bisschen größer machen. Ich mache jetzt hier nichts kaputt. So, und das sieht nämlich hier das Volumen, was jetzt hier im Hintergrund entsteht. Hier noch ganz leicht zu erkennen. Ja, also hier ist das von gestern. Das heißt, orange ist jetzt hier, hier liegt das Tickvolumen zugrunde. Orange heißt, das war der meistgehandelte Punkt. Und das war die Preisspanne von gestern, die gehandelt worden ist. Und das heißt, wir sind da jetzt erstmal drunter, sind also, wenn man es nach billig und teuer einsortieren will, das heißt, wir sind hier erstmal günstig. Ja, auch mit dem Grund, warum, wenn nichts Konkretes irgendwie vorliegt, was halt dagegen spricht, was dann erstmal heißt, hier ist jetzt erstmal Schnäppchen. Ja, und muss natürlich irgendwann passieren, aber passt natürlich auch dazu, hier unten in dem Cluster sollten wir schon nochmal da oben reinlaufen, zumindest hier auf die 144. Das ist halt auch ein Punkt, der gestern halt wichtig war, habe ich jetzt hier erstmal nicht eingezeichnet, ist aber hier natürlich, kann ich ja mal noch machen, der Support hier an der Stelle, ja, sieht man 142, wenn man die Spikes beachtet. Und wir haben aber hier gestartet bei 144, das ist jetzt die Eröffnung auch. Ich mache die Nummer, gebe die Nummer eine andere Farbe. So, das heißt, da sind wir gestartet und das sollte ja schon versuchen, und dann hat jetzt zumindest mal im Laufe der Stunde dann auch nochmal zu erreichen. Und ab da könnte es dann halt auch einfacher werden, weil wie man sieht, so ein bisschen die Motivation fehlt ja hier noch an der Stelle von den Käufern. Es drückt schon noch ein bisschen nach unten und von daher muss man da jetzt halt auch ein bisschen aufpassen,
und es vielleicht nicht ausreizen und dann halt irgendwie drauf wetten, dass das jetzt unbedingt so kommen muss. Ja, das ist natürlich auch ein Vorteil hier von der Skalierung, wie ich sie gerade gezeigt habe. Das heißt, ich habe natürlich hier die Möglichkeit, so ein bisschen mehr die Tendenz auch einzufangen. Ja, und kann dann auch, wenn ich nicht nur mit einer fixen Position und einem engen Stop arbeite, sondern wenn ich mich hier einskaliere, habe ich entsprechend auch die Möglichkeit, mir hier so ein bisschen Bedenkzeit rauszuholen. Weil ich hätte jetzt hier zum Beispiel jederzeit halt auch die eine Position schon mal rausgeben können und die vielleicht nochmal eindecken, da unten, wenn er runterkommt, ohne dass ich halt hier überhaupt, wie es jetzt der Fall ist, kurz hier in den Verlust halt reinlaufe. Ich muss mal eben einen Schluck trinken, Sekunde bitte. So, ne, weil ich sage, wie gesagt, ich kann es nur wiederholen, ich kann rausfinden, und das kann auch jeder, der das mal irgendwie schon ein paar Tage länger macht, ich kann rausfinden, wo treffen die Interessen aufeinander. Das heißt, wo werden die Käufer aktiv, wenn der Markt fällt, und wo werden die Verkäufer aktiv, wenn der Markt steigt. Das kann man rausfinden, einfach anhand vom Bild. So, und das kann man handeln und damit kann man Geld verdienen. Was man nicht kann, ist die Zukunft vorhersehen. Okay, so, also, ich versuche jetzt mal hier noch an dem Trade ein bisschen dran zu bleiben und so wie es aussieht, werden wir jetzt noch rausfinden, was die 113 an der Stelle da nichts macht. Und dann kann es auch hier sein, dass ich auflösen muss. Und ich habe nur vorhin gesehen, der Mike ist da wirklich unheimlich gut drin. Der erzählt die ganze Zeit, malt und beschriftet dann noch Linien punktgenau und in einem Tempo, wo ich immer sage, da komme ich nicht mit. Ich kann immer nur eine Sache gleichzeitig. Und wenn ich halt Live-Trading mache und zu viel erkläre, dann verpasse ich ganz oft selber das, was ich irgendwie vorher noch erklärt habe. Das habe ich schon ein paar Mal erlebt, weil normalerweise wäre ich jetzt halt hier, deswegen habe ich die auch vorhin aufgemacht, ich wäre jetzt halt hier im ersten Lauf nach oben, hätte ich halt mal eine Position wieder rausgenommen und einfach um den Break-Even insgesamt halt tiefer zu ziehen. Aber es ist egal, es macht ja nichts. Ist ja eh nicht... technischen Grundlagen, Trendtechnik spielt für dich eine große Rolle und das ist genau die Blickweise, was ich auch immer allen Traderinnen und Tradern sage, lauft bitte mit dem Markt mit, macht euch ein Bild und tradet immer das, was der Markt uns zeigt und das ist ja auch genau das Bild, was du uns hier an dieser Stelle heute auch gezeigt hast, du gehst mit dem Markt mit und machst das, was der Markt sagt und wenn du jetzt hier an dieser Stelle beispielsweise vom Markt nicht bedient wirst, dein Setup nicht aufgeht, weißt du aber auch ganz genau, wo muss das Risiko begrenzt werden. Das ist also auch ein wichtiger Bestandteil. Das hast du ja auch schon bestätigt, die Risikokontrolle. Und damit bringen wir hier die Punkte allesamt auch zueinander. Danke auf alle Fälle für den guten Einblick in diese Sache. Ja, Fragen haben wir momentan keine weiteren. Von der Seite her möchte ich ganz kurz nochmal den Monitor auf mich nehmen. Dirk, lass deinen Stream ruhig laufen, beziehungsweise kurz die Hinweise, das, was wir jetzt hier sehen, was Sie hier immer wieder angezeigt bekommen, von den Handelsideen auch, das machen wir jeden Morgen auf Tickmill. Dann schalte ich jetzt einfach den Stream nochmal ganz kurz um auf mich, dass ich meinen Bildschirm nochmal kurz zeigen kann und dann möchte ich gerne noch ein paar Worte sagen zu dem, was wir hier jeden Morgen quasi auch machen auf Facebook. Der Umschalter kommt sofort, kurzen Augenblick. So, gleich müsste man meinen Bildschirm sehen, auch auf GoToWebinar. Jetzt haben wir es hier.
Heißt also an dieser Stelle, was machen wir zum einen jeden Morgen? Gibt es unsere Handelsideen, die kommen hier im Stream auch live mit rüber auf Facebook. Das wissen unsere Community-Fans ja schon, dass ich das dort jeden Morgen hier zusammen mit Tickmill mache. Und das Ganze hier für all diejenigen, die das heute auf GoToWebinar gesehen haben, einfach anmelden. Hier auf die Website von Tickmill gehen und dann hier auf die täglich neuen Handelsideen draufklicken. Und dann können Sie sich einfach kostenfrei registrieren und dann immer auch dabei sein. Ich stelle den Link an dieser Stelle gleich auch nochmal mit in den Chat rein. Und damit kann jeder hier sozusagen gleich mal noch mit sehen, wo das Ganze machbar ist. Da haben wir es auf GoToWebinar und damit kann hier jeder reinschauen. Auf der anderen Seite gibt es immer auch den Blog, wo wir die Handelsideen auch nochmal schriftlich visualisieren. Also das, was wir hier machen, gibt es nochmal in Schrift und Bild sozusagen. Und dann das Ganze hier im Trading auch auf Tickmill. Ist wirklich ein Top-Broker. Alles, was Sie hier heute gesehen haben, können Sie auf der Website auch nochmal nachvollziehen. Wir haben wirklich sehr, sehr gute Spreads hier. Die Konditionen sind marktführend in diesem Bereich und das Schöne ist bei den Werkzeugen, wir haben halt den Stereo-Trader für unsere Kunden hier. Das heißt, alle, die hier über Tickmill traden, können den Stereo-Trader, wenn das Konto entsprechend kapitalisiert ist, kostenfrei nutzen und alle Vorzüge sozusagen, die uns der Dirk an dieser Stelle heute hier gezeigt hat, auch fürs eigene Trading im Stereo-Trader benutzen. Und der Dirk entwickelt das Ganze ja auch immer Stück für Stück weiter, passt das auch an die Zukunft an, sodass man da auch einen sehr verlässlichen Partner hat und ein Tool, was wirklich das Trading deutlich vereinfachen kann, wenn man mal als Maßstab den klassischen MT4 dazu benutzt. An dieser Stelle sage ich von meiner Seite her Danke und möchte allerdings sehr, sehr gerne auch noch dem Dirk das letzte Wort geben. Ja, ich dachte, ich könnte den Trade noch zu Ende bringen, aber du hast schon die Verabschiedung eingeleitet. Nein, Dirk, nein, alles halb so wild. Pass auf, dann machen wir Folgendes. Wir sind ja hier live dran und live gibt auch immer mal Veränderungen. Das heißt, ich mache dich einfach nochmal zum Moderator, Dirk, und dann kannst du den Trade einfach noch mit zeigen. Pass auf, ich schalte um. Okay, so, mein Bildschirm müsste wieder da sein, ne? Ist zu sehen. Ja, okay, wunderbar. Nee, also der Mike hat es ja schon gesagt, genau, also den Stereo-Trader gibt es bei Tickmill entsprechend. Natürlich, das, was ich hier zeige, ist halt ein Bruchteil dessen, was halt insgesamt damit halt möglich ist. Also wie jetzt hier zum Beispiel das Trade-Management. Es gibt ja halt zum Beispiel im Stereo-Trader auch etliche Add-ons, die halt auch mit dabei sind. Also sozusagen, deswegen ist der Stereo-Trader auch nicht als Add-on zu verstehen, sondern eher als Frontend, als Oberfläche, als professionelle Handelsoberfläche für den MetaTrader und mit halt zahllosen Funktionen, was alles im MetaTrader halt nicht machbar ist. Und deswegen ist es natürlich hier nur ein ganz winziger kleiner Ausschnitt dessen, was halt geht, muss man sich halt angucken, kann man ja natürlich halt auch ein Demo sich erstmal zu Gemüte führen, was damit geht. Und da wird man natürlich einiges herausfinden, wo man vorher sagt, so ja, habe ich schon lange irgendwie drauf gewartet. Ob das jetzt halt hier diverse intelligente Trading-Stops sind, ob das halt hier eine Funktion ist zum schnellen Break-Even absichern oder halt Teilverkäufe mit Orders, ob das eine vernünftige Statistik ist oder halt auch Geschichten wie hier, wo ich sagen kann, so hey, um 22 Uhr oder um 21.59 Uhr will ich halt flat sein, egal was mit dem Trade ist. Sowas kann man halt hier zum Beispiel aktivieren. Dann entsprechend halt hier im Charting gibt es halt auch ganz viele Geschichten. Einfach runde Markenanzeigen zum Beispiel oder hier zum Beispiel Fibos vom Vortag, Intraday oder Pivotpunkte. All das wird halt hier zum Beispiel halt auch, wird halt zum Kinderspiel. Man muss halt nicht mehr wirklich dann halt viel zeichnen, sondern kann es halt alles mehr oder weniger auf Knopfdruck entsprechend machen. Oder auch hier solche Geschichten, wo ja zum Beispiel, behaupte ich mal, jeder Händler, der jetzt irgendwie halt den DAX, DAO oder was auch immer, dann halt ein Daytrading hat irgendwo behandelt, der sagt ja dann halt irgendwie, oder fängt dann an, irgendwie Eröffnungen und so weiter einzuzeichnen. Ja, also jetzt Kassaeröffnung und sowas oder Future-Schluss, und das geht halt hier alles einfach auch auf Knopfdruck. Und das sind halt viele solcher Kleinigkeiten eben auch, die einem das Leben halt deutlich leichter machen. Ja. Also Sachen, die man ja wirklich jeden Tag braucht und die man dann mal
die halt nur Zeit kosten, ja. Und im Zweifelsfall ist Zeit ja auch immer so ein Faktor, beziehungsweise Konzentration ist natürlich der Faktor, weil sobald ich mich mit irgendwas beschäftige, erfordert es meine Konzentration und die brauche ich aber in der Regel ja eher zum Handeln und nicht, und sollte ich nicht irgendwie zum Zeichnen oder sonst irgendwas halt aufwenden. So, jetzt hier aber nochmal ganz kurz auch zu dem Trade. Ich habe ja vorhin gesagt, irgendwie maximale Positionsgröße wäre hier an der Stelle 7 Kontrakte. Die 103, die wäre jetzt noch möglich. Wir hatten jetzt hier, wie man sieht, nicht besonders viel Aktion hier an der 113. Ist also nicht wahnsinnig viel passiert. Und von daher bewerte ich das momentan jetzt erstmal noch nicht so tragisch, dass wir da jetzt doch hingelaufen sind. Und aber trotzdem, wie ich vorhin schon gesagt habe, muss man, wenn man das so machen will, hier unbedingt ein Auge behalten, weil hier unter der 103, wir haben jetzt auch hier noch so ein, habe ich gerade gesehen, hier beim Einschalten ist auch noch so ein Pivot. Ist halt die Frage, ob mein Stop dort wirklich gut liegt. Aber sollte man dann eben auch im Auge behalten. Wäre es schon möglich, dass wir da nochmal hinlaufen. Was man dann aber hier zum Beispiel auch machen kann bei der Skalierung ist, ich kann ja auch jederzeit wieder Positionen rausgeben, ja. Und das heißt, ich muss ja jetzt nicht unbedingt hier die ganze Zeit nur dazu bauen, sondern ich kann ja auch Teile einfach wieder auflösen und dann halt tiefer nochmal eindecken. Ja, und so kann ich mich da halt wirklich dann halt auch im Markt so ein bisschen halt, ich will es nicht durchhangeln sagen, das ist so ein unschöner Begriff, aber ich kann, wenn ich mir da halt ein bisschen Mühe gebe und entsprechend halt auch dranbleibe, habe ich die Möglichkeit, eine Position dann schon so zu managen, dass sie halt eben in den meisten Fällen dann auch mit einem Plus endet. Auch wenn jetzt, wenn man dann auch feststellt, oh verdammt, ich wollte ja eigentlich irgendwie long und der Markt irgendwie ist schon wieder 50 Punkte gefallen. Man kann das aushalten, beziehungsweise man nicht aushalten, das ist genau der falsche Begriff. Man kann das managen, ja, weil wie man hier auch sieht, der fällt ja nicht wie ein Stein darunter, sondern wir haben ja auch immer wieder Käufer. Und genauso kann man dann zum Beispiel an strategisch wichtigen Punkten, wie zum Beispiel halt hier, was ich gerne nutze, sind Stundenpivots. Und damit kann man halt zum Beispiel dann auch wiederum kurze Reaktionen und so weiter dann auch einfangen. Wenn ich das hier mal aufzoome, weil natürlich jetzt um 9 Uhr ist es natürlich nicht so aussagekräftig wie jetzt im Laufe des Tages, weil natürlich das Volumen vor 9 Uhr ja ein bisschen geringer ist. Aber da kann man auch immer wieder Gegenbewegungen halt zum Beispiel einfangen und die dann auch wieder auflösen. Und das führte dazu, dass der Break-Even halt immer tiefer wandert, weil man ja zwischendurch ja auch Gewinne realisiert. So, und schön wäre jetzt natürlich hier, aber ich weiß nicht, ob das die Zeit von euch und natürlich auch von dem Mike erlaubt, wenn man den Trade hier jetzt wirklich noch ganz zu Ende kriegen würde. Wenn nicht, ist aber nicht schlimm, kann man sich mal angucken. Ganz oft ist es ja eben so, dass der Markt erst kurz vor Abschluss der Periode, das heißt in dem Fall, der wenn ich hier im Stundenchart bin, ja, und dort meine Supports suche, ist natürlich auch eine Periode eine Stundenkerze. So, und wer jetzt hingeht und sagt, boah, guck mal, der Markt fällt doch hier nur rote, in meinem Fall jetzt schwarze Kerzen, da kann ich nur sagen, Leute, die Stunde ist nicht fertig. Alles, was wir hier sehen, dieser schwarze Strich, das ist ein Platzhalter für das, was um 10 Uhr da stehen wird. Und was man ganz oft beobachten kann, ist zum Beispiel gerade bei solchen Bewegungen, die dann halt in einem Rutsch wie hier einfach nach unten fallen, wo nun nicht mal zur Eröffnung auch nur einen Punkt nach oben gelaufen ist, genau solche, das ist typisch eigentlich dafür, dass es im letzten Moment eben nach oben dreht und er versucht dann halt hier, beziehungsweise die Händler versuchen, da im letzten Moment, in der letzten Minute, entsprechend hier eine grüne Kerze in den Chart zu stellen. Und es wäre auch nicht das erste Mal, wo wir sehen würden, dass wir hier nachher eine bullische Kerze haben, die meinetwegen da oben irgendwo endet bei 180 und wo alles hier unten, was wir jetzt sehen, einfach nur der Docht ist. Sollte man entsprechend halt auch beachten. So, deswegen habe ich gerade gesagt, ist ein bisschen schade, wenn man das halt hier nicht ganz zu Ende bringen kann, aber das kann man ja nachher einfach mal beobachten, wenn es 10 Uhr ist, weil so lange werden wir hier nicht dabei bleiben. Ich werde jetzt hier nur versuchen, halt nochmal einen Teil halt nochmal irgendwo loszuwerden und dann kann man sich den Rest ja dann nachher halt dann auch mal angucken, wenn wir hier nicht mehr dabei sind. Und aber das sind halt genau solche Sachen, wo ich halt auch sage, wichtig, weil zu oft, ja,
gehen halt die Leute hin und beurteilen Kerzen, die nicht fertig sind. Im Tageschart haben wir eigentlich genau das Gleiche. Wenn man das mal ein bisschen größer macht, sieht man das halt auch deutlich. Was passiert hier denn gerade? Er ist hier nur an die Eröffnung, ja, im Future dann letzten Endes von gestern rangegangen. Und wenn man sich sowas mal anguckt in der Vergangenheit, ich gehe hier einfach mal gucken, wo wir sowas haben, da zum Beispiel, ja. So, hier haben wir eine Abwärtsbewegung, dann eine Aufwärtsbewegung. So, und dann haben wir hier eine Kerze, die hat genau das Gleiche gemacht. Die ist morgens, ja, kann ja nur morgens gewesen sein, ist die wohl erstmal runter, auch die Eröffnung angetestet und was passiert? Das Ding schließt nachher da oben irgendwo. Und genau das ist natürlich einfach ein Price-Action-Ansatz, genau das kann hier auch und sollte eigentlich auch passieren, dass wir halt im Laufe des Tages dann auch wirklich hier oben drüber drehen und deswegen halt auch nochmal hier oben den Bereich die 194 halt auch nochmal anlaufen. Das muss jetzt natürlich nicht in der ersten Stunde passieren, das ist ja halt auch klar. Eine Tageskerze hat ja Zeit bis heute Abend, also mindestens 22 Uhr, wo halt der Future halt auch noch entsprechend gefrequentiert ist, beziehungsweise noch gut gehandelt ist. Bis dahin hat das Ding Zeit, ja. Und genauso ist es halt eben aber auch im Kleinen mit hier mit der Stundenkerze, dass die halt eben Zeit hat. Die hat noch fast 25 Minuten Zeit, das Bild fertig zu machen. Und wie gesagt, nochmal, gerade wenn es erstmal runtergeht, ist immer ein gutes Indiz dafür, dass es anschließend hochgeht. Wogegen umgekehrt wird halt auch ein Schuh draus, wenn es, und das hatte ich ja auch in meinem Blog geschrieben, wenn es direkt oben versucht, direkt versucht, aus dem, was gestern, wo er gestern halt raus ist, also hier war er halt Kassaschluss und Futureschluss hier oben in dem Bereich bei 167, wenn er direkt von da aus versucht, da oben drüber zu laufen, gibt es wahrscheinlich eins auf die Mütze und wir stranden seitwärts oder schlimmer. Und deswegen habe ich auch geschrieben, klug, wenn er es erstmal unten versucht. Und kann man ja auch, glaube ich, begründen, weil nämlich halt einfach die jetzt hier, also Fondsmanager und so weiter und so fort, ja, die halt tatsächlich in diesen Markt investieren wollen. Die wollen das nicht auf der Oberseite. Die sagen ja nicht, ja juhu, jetzt sind wir über 12.200, jetzt kaufen wir. Nein, die sagen ja, ich will das Ding ja günstig kaufen. Und die gucken natürlich auch dann irgendwie auf die Historie, in dem Fall dann gestern, gucken hier drauf und sagen, ey, da unten, ja gut, da wäre ich auch gern dabei gewesen. Das war ja noch relativ überschaubar. Das ist für mich ein Level, wo ich dann sage, okay, hier kaufe ich, aber hier oben habe ich gar kein Interesse zu kaufen. Und plus halt eben die Tatsache, dass hier unten ja auch die Verkäufer waren, die denen die Positionen abgetreten haben, die das Ding hier hoch befördert haben. Das heißt, hier unten saßen die und hier unten gibt es was zu holen. Und deswegen macht es natürlich viel mehr Sinn, dann auch zuerst mal runterzulaufen und es dann auf der Oberseite zu versuchen. Das heißt auch, wenn der jetzt halt hier in den letzten Minuten, bevor die Stunde halt hier fertig ist, da hochrennt, dann wird er auch nicht hier an der Eröffnung mehr halten, sondern er sollte dann auch relativ schnell hier oben durchkommen und dann zumindest mal halt hier das Gap von gestern schließen. Also wir haben hier ein kleines Kassagap jetzt in dem Moment. Das heißt, da sollte es auch relativ schnell dann auch hingehen. Und ob er dann direkt da drüber läuft, glaube ich auch nicht. Da gibt es erstmal ein bisschen Geschiebe. Da stehen wir ein bisschen auf der Stelle. Also das ist eigentlich das Übliche, was jeden Tag passiert. Aber hier ist erstmal Kaufzone und da würde ich jetzt halt mal rausfinden wollen, wie der Markt dann entsprechend dann auch damit umgeht. So, jetzt habe ich gehofft, wenn ich hier noch irgendwie in 7 Minuten zutexte, den DAX, dass er sich ein bisschen weiter nach oben bewegt, aber er steht hier immer noch auf der Unterseite und von daher tut er mir ja jetzt gerade nicht den Gefallen, auch wenn es jetzt wahrscheinlich aufgehen wird. Aber gut, man kann es halt zeitlich nicht beeinflussen. Das ist immer so ein bisschen der Nachteil. Dann auch, wenn man Live-Trades macht. Aber vielleicht hat ja der eine oder andere, der das vorher noch nicht gesehen hat, verstanden, was ich halt gemeint habe mit dem Punkt, wo ich halt sagte, rausfinden, wo die Interessen aufeinandertreffen, das Handeln. So, und wer hier nur Scalping gemacht hat, der konnte auch hier vorhin schon punkten. Ja, völlig problemlos. Und konnte da auch entsprechend schon die Position mit Gewinn schließen. Also gar kein Problem soweit an der Stelle. Aber gut, so, dann würde ich jetzt auch sagen, also bevor ich hier jetzt noch 20 Minuten Monolog betreibe, guckt es euch an. Guckt euch natürlich auch gerne den Stereotrader an. Alles, was ihr hier gesehen habt, vom Funktionsumfang sind es keine 10%.
von dem, was halt wirklich möglich ist. Wir würden uns natürlich freuen. Und an der Stelle bleibt mir dann jetzt erstmal auch nur zu sagen, danke, dass so viele hier dabei gewesen sind. Ich hoffe, der eine oder andere konnte was damit anfangen, was ich halt hier gesagt habe. Und natürlich danke auch an den Mike, der das wirklich jeden Tag hier echt recht ordentlich macht. Ich bin ja auch öfters mal als stiller Zuschauer dabei und staune halt immer auch auf die Geschwindigkeit und mit der Genauigkeit, die er es halt auch hinbekommt. Und deswegen hat es mich auch sehr gefreut, hier heute dabei zu sein. Und deswegen freut es mich natürlich auch genauso, dass der Mike auch schon seit einiger Zeit jetzt mittlerweile den StereoTrader da mit an Bord hat. Also an der Stelle dann jetzt nochmal Kurzfassung. Dankeschön an euch alle. Und Mike, ich würde dann an der Stelle sagen, machen wir einen Deckel zu, oder? Ja, danke schön. Ciao.